Zauberei? Mit Sicherheit nicht. Denn der Bunkerschlag ist eigentlich der leichteste Golfschlag. Man braucht nicht einmal den Ball mit dem Schläger zu treffen. Für diesen Schlag brauchen Sie nur die Vorstellung, dass Sie mit der flachen Hand unter den Ball den Sand wegwischen und der Ball mit dem Sandkissen auf das Grün fliegt. Ich mache das einfach mal. Genauso. Damit ich das flache Sandkissen auch mit dem Schläger erreiche, öffne ich das Schlägerblatt etwas und schwinge dann den Schlägerkopf flach unter dem Ball entlang. Sollte die Bewegung bei der letzten Übung zu flach werden, dann empfehle ich Folgendes. Nehmen Sie einfach ein Tee, ziehen Sie den Ball auf, stecken Sie das Tee so weit in den Sand, dass der Ball nur Sandkontakt hat, und dann schlagen Sie das Tee mit auf das Grün. Jetzt öffne ich nur noch mein Schlägerblatt, setze mich bequem auf meinen Barhocker, nehme meinen linken Fuß etwas zurück, beug mich ein bisschen mehr nach vorne mit meinem Oberkörper und schwinge nur noch. Und das ist gar nicht so schlecht. Ich lehne mich zurück, sitze auf meinem Barhocker, jetzt brauche ich nur noch mein Bier und dann geht es mir richtig gut. Dankeschön. Prost. Ja, so lässt sich's an sich ganz angenehm die Bunkerschläge üben. Die Schlüsselgedanken für den Bunkerschlag: das Schlägerblatt und den Stand öffnen, aber jetzt ohne Barhocker. Knie mehr beugen und kräftig durch den Sand schwingen. Okay, Christine, halt mal bitte an, stell dich mal gegenüber. Schau, du musst den Bewegungsumfang etwas größer und ein bisschen aggressiver zuschlagen, ja? So wie ich das jetzt hier mache. Ja, das ist der Ball. Okay? Also, schauen wir uns das mal an. Mach das nochmal. Ja, noch ein bisschen größer. Noch ein bisschen aggressiver. Okay. Okay, mach mal weiter. Das wird's schon rausfinden. Also, ich muss euch jetzt mal was erzählen. Mit der Christine. Die versteht einfach nicht, was aggressiv ist. Aber ich weiß, dass auf Spinnen sie sehr aggressiv reagiert. Und das ist jetzt mein letzter Trick mit ihr, um ihr klarzumachen, aggressiv. Ich lege die Spinne in den Bunker und dann soll sie ihn rausschlagen. Jetzt wollen wir mal sehen, was passiert. Christine, ja. Schau mal, ich habe hier was für dich. Und das musst du jetzt gleich, ich lege es hin und dann musst du es aus dem Bunker rausschlagen. Komm, schlag es raus. Schlag es mit aller Kraft raus. Komm, geh hin, bevor es dich beißt. Auf geht's. Also, und jetzt den Ball hinterher. Komm, schlag ihn richtig feste raus. Feste. Also, na wunderbar. Der Trick, der funktioniert. Super.